das Rollen! Freunde, die Polizei hat jetzt den Generator abgeschaltet. Und der Kollege nimmt jetzt ein Megafon in die Hand und wird, ja, wir werden aufgerufen, uns hier hinzusetzen, einfach da zu bleiben. Es wird, ja, würde man sagen, keine Chance geben, hier 1 Million Leute abzutransportieren. Also da bin ich mir ganz sicher. So, und hier stehen sie jetzt auf der Bühne. Hinter mir der totale Wahnsinn, was hier abgeht. Absolut die Härte. Unglaublich. I know you. Ich finde das sehr cool, dass Sie das Grundgesetz nicht verhandelbar da stehen haben. Was habe ich? Das Grundgesetz nicht verhandelbar haben Sie stehen. Genau, ich beziehe mich da auf ganz viele Artikel, unter anderem hauptsächlich auf den Artikel 5 der freien, also der Zensur. Da steht ausdrücklich drin, eine Zensur ist nicht verhandelbar oder ist nicht gestattet. Oder ich habe es jetzt, aber es ist schon. Ja. Ja. Für mich steht das gegen die Bundesrepublik Deutschland ins Grundgesetz. Wie geht das dann zusammen? Reichsdings? Reichsflaggen. Wo? Was, so schwarz-rot-weiß? Da habe ich nichts mit zu tun. Ja, aber, ich meine, das steht ja eigentlich gegen das Grundgesetz. Hä? Ich habe doch keine Reichsflagge. Nee, Sie nicht, aber andere ja. Was soll ich Ihnen da sagen, was andere machen? Das kann ich Ihnen gar nicht beantworten. Ich trage das nicht. Also kann ich Ihnen das nicht sagen, was Sie dafür stehen. Ich persönlich würde mich zum Beispiel unwohl fühlen, wenn ich auf der Demonstration wäre und da würden Menschen mit Reichsflaggen rumlaufen, die ja gegen die Bundesrepublik Deutschland das Grundgesetz stehen. Wissen Sie, dann muss man, eigentlich darf man dann gar nicht mehr rumlaufen. Also da müssen wir... Keine ohne die rumlaufen. Ja, ich weiß. Aber wollen Sie das verbieten in einer freiheitlichen Bewegung, dass Sie sagen, das darf nicht, das darf? Wollen Sie das alles kontrollieren? Naja, wenn die sich friedlich verhalten, ist das doch völlig okay. Aber Sie stellen es ja gegen die Freiheit. Wie wollen Sie etwas verbieten? Was wollen Sie damit? Ich meine, was wollen Sie bezwecken damit? Dann darf ich, ja, aber dann darf ich nicht in die U-Bahn nicht reinsetzen, weil ich nie weiß, ob Nazis um mich herum sind. Das ist ja eine Situation, da gehen Sie sich dann auf die Straße und sagen, wir stehen für die Freiheit. Ja, aber soll ich jetzt hingehen und Ihnen sagen, nimm jetzt die Flagge weg? Das soll ich sagen. Warum machen Sie das nicht? Weil ich nicht teilnehme der Demonstration. Sie sind nicht ein Teil und Sie unterstützen das auch nicht anscheinend. Genau, ich dokumentiere. Ja, okay, ja, können Sie doch auch. Aber ich habe nicht das Recht, an anderen etwas vorzuschreiben. Ich bin grundsätzlich für eine Freiheit. Für jede Freiheit, sobald die keine Gewalt äußert. Es geht um Frieden, Demokratie und Freiheit. Ob der da grüne Flaggen hat, gelbe Flaggen hat oder was auch immer, ist mir eigentlich völlig egal. Ich bin nicht die Bundeskanzlerin. Warum macht sie das? Wo ist sie? Wo ist unsere Bundeskanzlerin? Warum ist sie nicht hier? Wo ist sie? Ich sehe sie nicht. Ich sehe gar keinen von hier. Ich sehe ja noch nicht mal NDR, ZDF, ARD, wo sind die alle? Warum filmen? Die werden das filmen, das kann ich mir recht, da kann ich sagen, das sind alles Rechtsradikale, alles Leugner, alles Reichsbürger, Verschwörungstheoretiker, Aluhutträger, alles. Ja, die sind alle hier. Ich bin 63, ich lebe in dieser Stadt wirklich seit Anbeginn. Ich weiß, wie diese Stadt funktioniert, das müssen Sie mir nicht sagen. Berlin ist die einzig wunderbare Stadt bisher immer gewesen, wo jeder seine freie Meinung äußern kann, egal womit. Gucken Sie sich doch im Reichsbundestag an. Sitzen da keine, wenn sie AfD, müssen wir ja alle rausschmeißen. Die Leute müssen wir ja alle rausschmeißen. Es gilt in Deutschland eine Freiheit, eine freie Meinungsäußerung. Und solange die Menschen sich an den friedlich damit auseinandersetzen, ist das völlig richtig. Egal welche Flaggen oder was auch, oder Hüte oder sonst was sie tragen. Ja, so, das sehe ich so. Wenn solange sie mir nichts tun, wehret den Anfängen, kann ich nur sagen. Danke. Bitteschön, ich bin gespannt, was Sie. Das ist eigentlich der Grund, warum wir hier stehen, weil ich seit Monaten beobachte, dass, wenn man sich die öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder eben auch die anderen Medien, Zeitungen, früher habe ich eben sehr viel eben die FAZ oder die Taz gelesen,
Es ist eine einseitige Berichterstattung und bestimmte Dinge werden nicht, einfach gar nicht veröffentlicht. Und wenn man dann im alternativen Netz in den Kanälen schaut, sieht man, dass da ganz andere Leute unterwegs sind und plötzlich Dinge auftun oder besprechen, die wir sonst, von denen wir nicht hören. Außerdem kommt natürlich hinzu, wenn man bei Facebook unterwegs ist, merkt man, man setzt einen Artikel rein oder bei YouTube ein Video. Ups, irgendwie ist es plötzlich weg. Warum? Schwarze Schild. Dieses Video verstößt gegen die Richtlinien der Community. Wobei ich ja ein Teil der Community bin, aber ich habe nicht irgendwie geklagt. Nein, es wird von oben oder von YouTube in diesem Fall einfach aus dem Netz genommen. Und das ist der Grund, warum wir hier stehen. Wir sind für das, was das Grundgesetz eigentlich aussagt. Mein Name ist Christian Heinrich und ich betreibe mit meinem Partner seit 17 Jahren die Friendly Society in Berlin-Mitte, also eine Kunst-Kultur-Plattform. Präsentieren wir jährlich mehrere Ausstellungen, Musikveranstaltungen, Lesungen. Seit 17 Jahren habe in Berlin auch studiert, an der UTK, ist aber schon eine Weile her. Wir sind auf dem Bebelplatz. Der ist ja das im Herzen von Berlin, und wenn man gut sehen kann, umringt von sehr geschichtsträchtigen Gebäuden. Hinter uns ist die juristische Fakultät. Das passt auch heute ganz gut, weil ich habe auch das Grundgesetz in der Hand, weil darum geht es eigentlich bei uns. Es geht hauptsächlich um den Artikel 5. Ich möchte den ruhig mal vorlesen, weil ich finde es wichtig, dass man, viele machen sich darüber gar nicht so die Gedanken, was da eigentlich steht. Artikel 5. Freiheit der Meinung, Kunst und Wissenschaft. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Und jetzt kommt für mich eigentlich der entscheidende Satz. Eine Zensur findet nicht statt. Am 10. Mai 1933 haben die studentischen Vertreter, heute würde man sagen die AStA, dazu aufgerufen, alle Bücher aus den Bibliotheken, also früher gab es ja auch viele Leihbibliotheken, aus den Universitäten herauszuholen und alles, was nicht deutsches Gut ist, sozusagen zu verbrennen. Eigentlich wird ja immer gesagt, dass die NSDAP oder sagen wir mal Goebbels dazu aufgerufen hat. Das stimmt nicht. Das weiß man inzwischen auch. Es waren eigentlich die Intellektuellen, die Studenten, die dazu aufgerufen haben. Und erst Josef Goebbels hat erst einen Tag vorher zugesagt zu dieser sehr berühmten Feuerrede, die um 23 Uhr hier am 10. Mai stattfand. Also es wurde hier ein wahnsinns riesengroßer Aufmarsch inszeniert, ein richtiges Spektakel, ein Volksfest. Aber nicht nur in Berlin, sondern an vielen, und ich glaube an 20, 30 deutschen Universitätsstädten. Und da hat man dann eben immer mit einer Prozession die Namen aufgerufen von den Journalisten, Schriftstellern, deren Bücher verbrannt wurden oder Schriften verbrannt wurden. Und das fand hier statt. Und nun ist es so, dass hier ja ein Denkmal sich befindet. Und zwar das Denkmal sozusagen der leeren Bibliothek. Erstmal sagt man sich, naja, man guckt rein, da ist ja überhaupt nichts zu sehen. Aber genau das ist der Punkt. Wir haben hier eine Bibliothek, wo keine Bücher mehr sind. Wo Kunst, Kultur einfach dem Erdboden gleichgemacht werden. Ich habe hier eine Liste ausgelegt von all den Künstlern, Journalisten, Schriftstellern, Autoren, die alle, deren Bücher oder Schriften verbrannt wurden. Das ist eine sehr lange Liste. Viele kennt man gar nicht. Wenn man da ein bisschen recherchiert und guckt, sagt man sich, den kenne ich gar nicht. Man kennt natürlich Bertolt Brecht, Karl Marx, Tucholsky, Erich Kästner, aber viele kennt man nicht. Und das ist natürlich, Gott sei Dank gab es auch in der Zeit, und das ist das, worauf ich ja auch setze, auch in der Zeit haben viele Bibliothekare einfach sich einen Raum geschaffen, wo sie dann diese Bücher schnell noch beiseite gepackt haben, um für die Nachwelt sozusagen Existenz zu haben. Ja? Und natürlich sind man muss auch dazu sagen, dass dieses Spektakel hier eigentlich so der Beginn war, ja, der Zensur und der Beginn der Pressefreiheit.
Denn kurz nachdem hat dann Josef Goebbels, der ja dann sozusagen der Minister für Volksaufklärung, so hieß das früher, Volksaufklärung, mich erinnert das auch an Dinge von heute, Volksaufklärung und Propaganda, das sagt man heute weniger, der hat ja dann dieses Ministerium gegründet und da wurde dann wirklich konsequent von vorn, von oben nach unten alles reglementiert. Also jeden Tag kamen alle obersten Presseleute zusammen und dann wurde im Ministerium diskutiert, was wird veröffentlicht, welche Zeitungen dürfen was schreiben. Und da gibt es einfach Parallelen zu heute. Das ist das, was ich beobachte. Das ist sehr, sehr schade. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das noch mal in meinem Leben erlebe. Was wünschst du dir für heute? Dass viele Menschen kommen, dass das, was du jetzt aufzeichnest, weitergeleitet wird. Ich bin etwas überrascht. Wir haben sehr viele aufgerufen, hierher zu kommen. Natürlich ist heute auch die große Veranstaltung, die Großdemo am Brandenburger Tor und an der Straße des 17. Juni. Da werden sich natürlich viel, viel mehr einfinden, was ja auch okay ist. Für mich war es eben wichtig, erstmal auch gerade unter, wir machen ja diese, was ich schon sagte, glaube ich, diese Kunst-Kultur-Plattform und wir haben sehr viele Künstler und Kulturschaffende eingeladen, die wir kennen, das sind ein paar hundert. Und ich habe eigentlich gedacht, dass da mehr kommen heute, weil sie sich vielleicht auch betroffen fühlen oder betroffen fühlen könnten vor allen Dingen. Momentan sieht es ja nicht so schlimm aus, also zumindest, wenn man so mal oberflächlich schaut. Aber das wird sich ändern. Es wird sich ändern und es gibt einen ganz tollen, ich glaube Heinrich Heine hat das gesagt. Heinrich Heine sagte oder schrieb, am Anfang verbrennt man die Bücher und später die Menschen. Und das ist ja nur eine Metapher, das ist ja nur ein Bild, ein Symbol. Das heißt ja nicht, dass die Menschen verbrannt werden, aber man verbrennt ihre Gedanken natürlich und ihr Gut. Also für mich ist es auch so, dass dieser Ort nicht nur Journalisten oder Schriftsteller, es betrifft eigentlich alle, die frei denken. Das ist eigentlich das Hauptziel oder das ist das, was mir wichtig ist. Wir müssen unseren Geist, freien Geist bewahren, schützen. Und wir müssen das auch kundtun und wir müssen diskutieren, wir müssen auf Menschen zugehen. Friedlich, immer friedlich, das bringt alles nichts. Und das ist so das, was mir dazu einfällt. Also eigentlich noch viel mehr. Thank you.
wieder sagen, das ist kein Ebola. Natürlich ist es scheiße, jede Krankheit ist scheiße. Mich als Mensch und sehr empathischer Künstler ist es halt sehr, 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 darf ich scheiße sagen? Schlimm, wahrscheinlich habe ich es schon gesagt und habe noch nicht drauf geachtet. Aha, piepen. Es ist eine Krankheit. Unser Körper ist von Anbeginn beim Rauskommen schon damit irgendwie im Krieg, dauerhaft, mit allen möglichen. Ob es Viren sind, Bakterien, familiäre Zustände. Und das, was aber irgendwie insgesamt damit gemacht wird, läuft halt so ein bisschen aus dem Rahmen, finde ich. Und wie gesagt, ich bin ja nicht in dieser Entscheidungsposition, aber wenn man auch sieht, wie viele andere Menschen ähnlich denken und einfach auch reflektieren und sagen, okay, es ist kein Ebola, uns laufen nicht die Organe irgendwie blutig aus der Nase, es ist eine Krankheit, so wie viele andere Krankheiten auch, die sehr, sehr schlimm sind. Ich habe in der Familie Krebs mitgemacht, habe das betreut, es gibt alle möglichen Sachen, schnelle Unfälle, Schlaganfall mit 21, es gibt so viele Dinge und alles, was da drumherum gebaut wird, ist meiner Meinung nach nicht wirklich verhältnismäßig. Okay. Und ich finde es sehr schade, irgendwie zu sehen, wie in einer Gesellschaft die Möglichkeit, es so einfach ist, ein Meinungsbild so umzukrempeln in einer Propagandaart, dass auch Freunde, Familienmitglieder und nahestehende Menschen plötzlich aus ihren Ängsten heraus aus dir einen Feind machen oder einen Vollidioten. Ist dir das passiert? Mir selber nicht. Wie gesagt, eigentlich bin ich ein sehr diplomatischer Denker und deshalb bin ich auch im Social Media, irgendwie versuche ich mich eigentlich da auch ein bisschen rauszuhalten. Aber wie gesagt, deshalb haben wir eine friedliche Mahnwache heute gemacht, um einfach zu sagen, guck mal, es gibt andersdenkende Leute und es gibt einfach eine, alle schreien nach Diversität. Aber wie soll das denn funktionieren, wenn die ganzen Leute einfach nicht mal fähig sind, richtige Gespräche zu führen? Leute werden gemobbt und gedisst irgendwie im Netz. Und wenn du dir dann die Kommentare drunter liest, was die Leute von sich geben, mit welch einer moralischen Unverfrorenheit und mit einer Brutalität, wo ich Gänsehaut kriege, weil ich einfach denke, wieso seid ihr eigentlich so zugemauert im Kopf? Habt ihr denn überhaupt nicht gehört, was dieser Mann da gesagt hat? Also nur den Text, wo du überlegst, muss das jetzt ein kleines 12-jähriges Mädchen sagen? Okay, dann wird sie nicht ernst genommen, weil sie 12 ist. Also so. Und ja, einfach die Diskussionsfähigkeit, dass Menschen respektvoll, so wie früher, also ich meine, ich bin ja jetzt nicht mehr so jung, früher im Fernsehen war das anders. Da haben Leute miteinander geredet, da haben Leute miteinander ausgetauscht und nicht einfach nur sensationsgeil und mit einer Kraft versucht, andere Leute von ihrer Meinung zu überzeugen. Und das findet ja in der medialen Welt irgendwie in den letzten Jahren immer mehr und mehr statt. Ja, Freunde, Kundgebungsplatz überfüllt. Wir kommen hier nicht mehr rein. Wir müssen jetzt hier durch. Ne? Also wir müssen jetzt einen riesen Umweg gehen, um überhaupt noch dahin zu kommen. Spüren. Auf Wiedersehen. Wir noch spüren, ja. Weiter. Auf der Hecke dann noch mehr kaputt. Hast du nur beiseite gelegt? Deine Meinung ist nicht gefragt hier. Uninteressant natürlich. Ja. Habe ich auch nicht erwartet. Also, nicht von den Qualitätsmedien. Also Dave Brüch-Kanal hat es gerade mit einer wunderschönen Drohne von oben diese Menschenmengen gefilmt und Polizei bestellt 800.000. Bisher habe ich auf seinem Kanal noch keinen Fehler entdeckt, deswegen vertraue ich ihm jetzt. Also das kann man ja so hochrechnen pro Quadratmeter 2. Mal Fläche. Mal Fläche, genau. Ja, und wenn die Polizei schon da vorne absperrt, wegen Überfüllung geschlossen. Berliner Polizei, ja. Das habe ich auch gefilmt. Das Schild. Achtung, wegen Überfüllung geschlossen. Vielleicht sind ja auf unserer Seite. Bei den ganz anfänglichen Demos auch schon da. Und dann waren die noch ein bisschen ulkiger drauf. Vielleicht sind sie auf unserer Seite. Man weiß es wirklich nicht. Es könnte ja sein. Machen Sie bitte mal keine Welle, ja? Ja, machen Sie mal keine Welle. Wir sind höchstens 800.000 Leute. Keine dritte. Polizei bestätigt 800.000. Soweit.
Ja, Freunde. Und doch ein paar mehr, ne? Was? Da hätte ich auch gedacht. Ja, wir kommen einfach nicht zur Demo, also zu den wirklichen Kundgebungen. Wir sind echt zu spät losgelaufen. Ich wollte ich direkt hingehen. Ich habe auch vorhin gesagt, wir müssen los. Tut mir leid. Ja, ich wusste das. Ich habe das geahnt schon. Da sind sie. Oder? Ja, wir werden es sehen. Jetzt müssen wir hier so quer durch. Müssen wir hier durch den Wald laufen, damit wir überhaupt zur Kundgebung kommen, ey. Gott sei Dank. Ich will auch da. Ja, 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 nein, das ist ganz, ganz wichtig. Ich war schon völlig verzweifelt. Ich dachte nur noch, wir Alten. Ja. Schwenker, los, komm ficken mit. Ich habe schon. Wir haben schon, wir sind schon. Alle schon hinter uns. Ich habe Ficken heute. Ich habe heute Ficken. Was ist das? Ja, das neue Virus, Ficken. Ja, genau. Schade, dass wir keine Love Parade haben, aber irgendwie fühlt jetzt sich das so doch an. Hier, ja. Ist doch Love Parade mäßig. Ja. Ne? Über eine Million. Ja, 800.000 sind schon bestätigt. Hast du das auch schon gehört? Wahnsinn. Ja. Ich bin so glücklich. Die Berliner kannst du alle in der Pfeife kommen ja höchstens 2.000 maximal. Mr. Gomm, darf ich noch mal kurz ein kleines Interview mit dir führen? Ja, gerne. Was hältst du davon, dass es jetzt mit 800.000 bestätigte Demonstranten sind, soweit? Ich finde das unglaublich und ich finde es wunderschön, weil das heißt ja, dass ganz viele Leute irgendwie das Gefühl haben, freier leben zu wollen und sich auch dafür einsetzen. Danke. Die Versammlung ist hiermit eröffnet. Ja! Die Technik bitten, die Auflagen noch mal einzuziehen. Wir stehen unter dem Versammlungsrecht. Die Polizei ist zu unserem Schutz da. Es wird aber auch berichtet, dass bezahlte Aggressoren eingeschleust werden, um die Polizei anzugreifen und unsere Bewegung in ein schlechtes Licht zu stellen. Demonstranten attackieren nicht andere Demonstranten und Demonstranten attackieren auch nicht die Polizei. Bitte helft alle mit, sollten Einzelne zu Gewalt oder Straftaten aufrufen oder massiv stören, versucht diese von der Polizei umgehend entfernen zu lassen. Achtung, Achtung, das Freiheitsvirus hat Berlin erreicht! Ja, und ich habe ja die Bundeskanzlerin in meinem offenen Brief Ende April darüber informiert, dass das Freiherzvirus hoch ansteckend ist. Und ich habe den Eindruck, dass es sich um eine Pandemie handelt, die sich bereits in ganz Europa ausbreitet. Opposition doch noch aus dem Tiefschlaf erwacht. Und wer könnte besser zum Thema Selbstbestimmung und Wahrheit sprechen als Thorsten Schulte? Deshalb, lieber Thorsten, schön, dass du da bist. Und ich möchte auch sagen, der Spiegel hat bereits um 12.17 Uhr bekannt gegeben, dass diese Versammlung aufgelöst worden wäre, was eine Lüge ist. Und der Fokus titelt, um 14.30 Uhr wäre diese Versammlung bereits beendet worden. Die Polizei wird gleich hier erscheinen und wird sagen, dass die Versammlung aufgelöst ist. Irgendwann muss es ja mal passieren. Und das ist, was Sie heute machen, was Sie jetzt machen hier. Ja. Geht nicht gut hier, ne? Das geht schlicht und einfach. Das hat nichts mehr mit gar keiner Demokratie mehr. Das ist zu viel. Diktatur, was die Regierung macht. Da müssen wir uns aber nicht alle... Ja. Alle Menschen, egal wer hier ist oder nicht, verarscht fühlen. Natürlich.
von denen, die versuchen, hier die friedliche Demonstration zu schikanieren und die Menschen zu schikanieren. Ja, richtig. Das ist ein No-Go. Ich wünsche mir die friedliche Revolution und dass wir den 1. August wirklich als neuen Feiertag bekommen. Ja, ich auch. Sehe ich auch so. Ganz genau so. Danke. Sehr gut. Es gibt hier nicht einen Radikalen. Also es ist wirklich eine Schande, dieses System. Also, sorry, ich habe sowas noch nicht erlebt. Ich glaube es mir. Es ist sowas, ich versuche auch meine Eltern schon zu erreichen, weil ich ja nicht weiß, was hier noch alles passiert. Mir fehlen wirklich die Worte, Carolina. Also wenn du das hier erleben würdest, du würdest nur noch heulen. Es ist aus, dieses Land ist nur noch von Verbrechern regiert. Wirklich, Schluss. Es ist echt Schluss hier. Und es sind alles friedlich. Wir sitzen jetzt alle hier auf dem Boden und warten, bis wir hier abgeführt werden. Mal gucken, wie lange wir haben. Unglaublich. Jetzt werden die ersten Leute von der Bühne abgeführt und ich gehe mal davon aus, dass es im zweiten Schritt wird der Gregor abgeführt. Schießt euch an! Dafür bin ich überhaupt nicht angezogen. Die Menschen in der DDR sich erhoben gegen eine Diktatur. Viele Menschen gingen auf die Straße, viele Menschen sind gestorben. Damals rollten Panzer, heute rollen keine Panzer mehr. Das heißt, wir sind so ein Stück weit weitergekommen. Aber diese Menschen waren mutig und auch wir sind mutig. Wir lassen uns hier nicht auflösen. Der deutsche Staat übertreibt es im Moment und das wissen die und die haben Angst. Wir haben auch Angst und wir gehen nicht weg, wir bleiben hier. Schaut euch mal an, Siegessäule voll, Brandenburger Tor voll, 1,3 Millionen Friedlich, hier voll.